Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Verkehrsraudis. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Transport 402. Nachdem die letzte Folge ein bisschen kurz geworden ist, haben wir halt wieder eine ganz normale Folge vor uns. Aber bevor wir uns um Stahl und Kunststoff und das ganze Zeug kümmern, sind mir noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen und da kümmern wir uns jetzt zuerst noch drum. Zum Beispiel sind wir hier in Vanance und da liegt Ziegelzeug herum. Warum ist das so? Ich habe gesehen, das Zeug ist uralt hier. Diese LKWs, das ist halt peinlich. Im Jahr 1997. Die bringen Ziegel vom Ziegelwerk rüber zum Bahnhof, damit der, weiß ich auch nicht, wie der heißt, der Zug das Zeug nach Norden transportieren kann. 172 Jährchen alt. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, es ist ein bisschen viel, wenn wir die alle ersetzen. Wir verkaufen also mal ein paar. Weg! So. Also, was wollen wir denn haben? Die fahren durch die Stadt. Da ist mir eigentlich so ein 40-Tonner nicht ganz so lieb. Wollen wir das da nehmen? Ziegel passen auf jeden Fall rein. 48 Emissionen. Wieder das übliche Problem, dass eigentlich 40-Tonner nicht in die Stadt gehören. Aber andererseits haben sie weniger Emissionen. Ja, dann. Gut, diesmal entscheide ich mich so. Manchmal entscheide ich mich anders. Es ist, wie es ist. Was ist das? Was ist das? Ich wollte ja heute eigentlich keinen Stau machen. Übrigens, am Samstag werde ich wieder einen Livestream machen. Oh mein Gott. Ich glaube, Vanance wird Teil des Livestreams am Samstag. Alter. Egal, was ich mache, es wird hier immer schlimmer. Warum ist es so schlimm? Eigentlich wollte ich mich jetzt heute überhaupt nicht darum kümmern. Ja, es liegt immer noch an dem Scheiß hier oben. Ah, jetzt hier. Aha. Wollen wir hier mal kurz das ein bisschen verbreitern? Nicht möglich. Aus Gründen von... Aufhören jetzt! Wir machen das jetzt. Wird, glaube ich, immer noch nicht gehen. Ja, da passt es nicht drunter durch. Wobei muss es auch nicht. Das muss es nicht. Ich war schon wieder zu schnell. Das hätte gar nicht sein müssen. Und wir machen hier mal schneller. Das ist ja diese extrem langsame Straße. Wir wollen die jetzt mal ein bisschen schneller haben. Vielleicht hilft das. So. Jetzt machen wir hier, dass da zwei Spuren plus eine Spur auf drei Spuren treffen. Mathematisch geht das auf. Das geht nicht auf. Ich hasse es. Dass der mir hier gleich von Anfang an sagt, nicht möglich. Das geht. Das ist ja der Hammer. Du machst mich krank. So, stimmt sogar, obwohl ich falsch rum draufgezogen habe. Gut, jetzt machen wir noch die Ampeln weg. Ja, das funktioniert trotzdem nicht. Das war so geplant gewesen, dass diese Trottel auf der rechten Spur jetzt auf die mittlere Spur fahren, aber das tun sie nicht. Schön wäre es gewesen. Autsch. Was ist hier los? Ach du Elend, wirklich. Ach du trauriges Elend. Gut, wir lassen das. Ich habe gesagt, wir lassen das. Die Stadt Vanance sieht sehr, sehr traurig aus. Auch hier ist wieder was los. Aber gut, das ist alles Rückstau hier. Das liegt alles an dieser elenden Stelle hier oben. Hier drin sieht es gut aus. Das liegt an dieser elenden Stelle. Also ich glaube langsam, dass wir hier eine Autobahn hinmachen. Also langsam glaube ich es doch. Ich habe langsam die Nase voll hier. Bei dieser Stelle in Klagenfurt immer. Diese Stelle oder diese Stelle oder hier irgendwo drin. Da stehen sie immer. Und egal was ich mache, sie stehen immer woanders. Ich hasse euch! Ah, sortieren sie vielleicht doch noch. Es läuft jedenfalls ab. Gut, wir lassen das. Wir haben uns um die Ziegel gekümmert. Das haben wir in der Tat getan. Die meisten sollen nach La Moichelle. Au! Okay, da lohnt es sich auch nicht wirklich irgendwas zu ersetzen, weil nach La Moichelle, das ist gerade hier oben, das heißt, die fahren, das sind die, die hier fahren und im Stau stehen. Ist ja klar, dass sich das hier stapelt, wenn da nie ein LKW vorbeikommt.
Das lassen wir mal. Wir gucken mal nur noch nach den Fahrzeugen, wie alt die sind. Die sind sowieso gut. Und die sind jetzt auch gut. Okay, wir lassen das. Wir gucken noch einmal hier drauf, um ein bisschen zu weinen. Das ist alles Rückstau von hier hinten. Ist unfassbar, oder? Alles Rückstau. Ja. Gut, wir geben der Sache ein bisschen Zeit. Vielleicht läuft es wieder ab und dann stehen sie vielleicht wieder woanders. Und dann werden wir irgendwann den ganzen Laden einfach sprengen. Und dann ist gut. So, eine weitere Sache, die ich eben gerade noch gesehen habe, war hier. Wir haben letztes Mal hier die Innenstadt von Meuron ein bisschen geändert. Da hatte sich hier ein bisschen Stau gebildet, eben als ich geschaut habe. An dieser Kreuzung. Weil es hier einige gibt, die nach links abbiegen. Und hier gibt es einige, die ebenfalls nach links abbiegen. Also linksabbieger Chaos. Und da habe ich eigentlich gedacht, das sah eben noch ein bisschen lila aus. Und jetzt ist es eigentlich blau. Ich habe gedacht, wir müssen da vielleicht was ändern. Aber im Moment gibt es da keinen Rückstau. Also hier kommen natürlich die ganzen Leute auch aus La Cité de Leandre. Die wollen hier irgendwie auf diese große Straße. Und die treffen hier alle drauf. Ist natürlich nicht so geil. Ich hatte eigentlich gedacht, wollen wir da vielleicht... Oha! Neue Flugzeuge. Und Güterstraßenbahn. Okay. Weg damit! Also, wir sehen aber, dass das hier problematisch ist. Da müsste eigentlich eine Art Autobahndreieck hin. Aber das machen wir natürlich nicht. Eigentlich müsste hier eine Brücke von hier darüber machen, dass sie da links abbiegen können. Und eigentlich müsste von hier eine Brücke darüber machen, dass die da links abbiegen können. Aber solange die hier so einigermaßen klarkommen, ist ja gut. Es gibt ja keinen Stau. Sie müssen halt ein bisschen anhalten hier in der Kreuzung. Das ist ja okay. Sonst sieht es ja ganz gut aus. Also diese Maßnahme, die wir hier ergriffen haben, hat viel gebracht. Was ist das mit diesen Ampeln? Die ganzen Ampeln wollen wir natürlich nicht haben. So. Hier stehen sie ein bisschen aus Gründen, weiß man nicht. Ist ja Kreuzung hier. Wahrscheinlich sind es Linksabbieger. Gut, wir lassen das. Das sieht im Moment ganz okay aus. Und dann gucken wir jetzt, was wir mit dem Stahl machen, den wir vorletztes Mal hier unten hergestellt haben. Das funktioniert auch. Es kommt also schön Stahl an. Es ist auch was im Lager. Die sind auf 200. Aber da noch nichts versendet wird, wird es glaube ich auch nicht aufsteigen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Stahl, liebe Leute? Wir könnten Maschinenteile herstellen oder Waren. Wir gucken mal eben in die Übersicht hier. Für Waren brauchen wir Kunststoff und Stahl und für Maschinenteile brauchen wir Holz und Stahl. Wir gucken erstmal, wo das Zeug da sitzt. Genau. Weit! Wir bauen einen weiten Bogen in Balance, da fahren wir mit Sicherheit nicht hin. Gut, das werden wir nicht tun. Das ist nichts für meine Nerven. Dann haben wir hier noch ein Maschinenteilwerk. Das liegt schon ein bisschen besser. Weit und breit kein Sägewerk. Das heißt, wir müssten beides komplett von woanders her anliefern. Vielleicht über den Flughafen, dann per Zug darunter. Okay. Nett, aber... weiß ich nicht. Andererseits könnte man das sofort machen, weil wir haben sowohl Stahl als auch Bretter, während wir für die Ware nur erst noch Kunststoff herstellen müssten. Gut, da werden wir der Sache mal kurz eine Chance geben. Haben wir irgendwo noch ein Sägewerk, das noch nicht benutzt wird? Schauen wir doch mal. Ich glaube nicht. Das ist in Benutzung. Und ist auch ziemlich voll. Dann haben wir das in Benutzung. Und das ist auch... Ah, da ist noch ein bisschen Platz. Das geht doch. Aber. Da ist kein Flughafen in der Nähe. Und es liegt auch nicht gerade nahe von hier. Also ihr seht, wo wir sind. Westlich von Honigblume. Hier sind wir und da müsste es hin. Das ist jetzt eigentlich keine weite Entfernung, aber es würde bedeuten, wir müssten... Ja, kann ich nicht sagen. Durch den Berg. Es gibt hier natürlich den Bahnhof.
Wir können da auch einen Zug draufstellen, der fährt dann hier entlang über die Schienen. Zusammen mit der Elfriede. Und noch jemanden, dessen Namen ich vergessen habe. Und dann fährt er halt hier auf den Hauptbahnhof drauf und müsste wieder zurück. Oder. Oder wir lassen den hier unten im Tunnel irgendwie abzweigen, dass der hier gleich weiterfährt. Hier drauf. Hier werden wir viergleisig. Ja, und dann halt hier irgendwie einen Bahnhof hinmachen. Dann hätten wir Bretter hier drin. Und wie kommen wir an den Stahl ran? Der jetzt gerade ganz im Süden der Karte hergestellt wird. Also ich weiß auch nicht, das ist nicht so einfach. Da haben wir zwar einen Flughafen in der Nähe, das heißt, wir könnten das hier rüber schicken. Dann müssen wir es auf die Gleise stellen und ebenfalls zu diesem Bahnhof hinbringen. Das heißt, der Zug oder die Züge müssten von hier aus drauf fahren können auf den Bahnhof und von hier aus auch. Oder wir machen den halt direkt einfach hier dran. Und die fahren dann einfach jeweils, ja, wenn der so längs dran ist, dann fahren die einfach da so drauf. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Und dann haben wir Maschinenteile. Was machen wir mit den Maschinenteilen? Ich weiß, John läuft wahrscheinlich schon rot an. Setzt an zu schreiben. Ja, ich will sofort. Ja, John sagt von Anfang an, quasi seit Folge 1, sofort her mit Maschinenteilen für meine Stadt. Und er hat es auch nicht vergessen, mir immer wieder reinzudrücken. So von wegen, das sieht immer noch nicht besser aus mit den Maschinenteilen und mit meinen Waren hier. Also John bekommt. Meylan, weiß ich nicht. Das ist eine bürgermeisterfreie Stadt. Die hat nicht so große Relevanz für mich. Gonzanon genauso. Chambéry du CK hat einen Bürgermeister, nämlich den CK, aber der schreibt nicht viel. Und ich weiß nicht, ob ihm das so viel dran liegt, dass er was bekommt. Er Wolf hier würde wahrscheinlich auch haben wollen. Der Nun würde auch haben wollen. Oh Gott, also puh. Ich glaube, wir würden die Maschinenteile im Wesentlichen hier im Norden schon verteilt bekommen. Da bleibt für den Süden nichts mehr übrig. Ich würde sagen, das ist ein Plan. Wir machen das jetzt mal. Es ist halbwegs schnell umsetzbar. Und ich denke, wir fangen mit dieser Bahnstrecke hier an. Also wir machen jetzt erst diesen Bahnhof. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Es ist halt alles schön gerade hier. Das habe ich alles irgendwie gut verteilt. Also die beiden, die vier Gleise sind alle für einen bestimmten Zweck da. Die äußeren Gleise halten immer an Bahnhöfen an und die inneren, die fahren immer durch. Das sind die Durchgangsgleise. Ja, das heißt, wir müssten hier abreißen, einen Bahnhof mit sechs Gleisen hinmachen, vier Durchgangsgleise, zwei außen hin. Ja, komm, wir machen das, oder? Ich hoffe, das klappt. Ich muss halt leider in die Kurve so ein bisschen rein. Also wir merken, wie das hier war. Blau-rot, grün, blau-grün, rot. Oh Gott, das kann ich mir nicht merken. Ich werde das hinterher auseinandertüfteln müssen. Ich mache das mal eben alleine, liebe Leute. So, liebe Leute, jetzt sieht der Bahnhof im Moment mal so aus. Hier passt leider keine Plattform mehr hin, weil hier das verdammte Ding hier im Weg steht. Jetzt müssen wir das noch anschließen. Also wir haben unsere vier Gleise, die wir vorher schon hatten. Die schließen wir jetzt hier an. Dann sind hier jeweils außen, ich hatte hoffentlich mit, richtig gezählt, hier habe ich eins zum Anhalten von hier oben. Da kommen dann, da kommt der Stahl an. Und eins ganz rechts hier zum Anhalten von unten. Da kommen die Bretter an. Ja. Ja. Ja, so ist es gedacht. Jetzt werden wir das noch kurz hier verbinden mit einem Fußweg von mir aus. So, wo ist hier der? Ah, hier können wir uns einen Eingang vielleicht vorstellen. Ah, okay. Da nicht. Dann halt nicht. Ja, ich finde es wieder blöd, dass man da nicht hinfahren kann, aber gut. So, also das ist verbunden. Jetzt verbinden wir hier die Gleise noch und gucken dann, ob das passt. Oder ob ich da wieder irgendwas umlegen muss.
Passt. Passt soweit. Gut, da müssen wir noch mehr abreißen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, wie ist das hier gedacht? Oh nein, wie war das hier gedacht? Was ist denn das hier? Da fährt unsere Dörte, die liefert Werkzeug ab. Die kommt über das Gleis hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es mir aufgeschrieben. Da auf der rechten Seite fuhr rot-blau bisher. Mal gucken, dass wir das auch wieder irgendwie hinbekommen. Kompliziert! Sehr kompliziert. So, gucken wir mal, ob wir das einigermaßen in eine sanfte Kurve gezwängt bekommen hier. Okay, wir machen erstmal die Durchgangsgleise. Das sind. Ja, weiß ich nicht. Hier aber 5 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, was ich zumindest weiß, ist, dass hier der Eduard fährt. Das müsste der Eduard sein. Der steht auch hier. Das ist ein Gefummel hier. Das ist der Eduard. Der hält hier an. Natürlich. Dann fährt er hier weiter. Hier fährt er durch. Das heißt, er bekommt dieses Gleis von mir aus. Eigentlich hätten wir hier keine 4 Durchgangsgleise machen brauchen. Jetzt müssen sie so langsam fahren. So eine Scheiße! Nur, dass alles nicht so gut dahin passt. Durchgang heißt schnell fahren, nicht 90 km/h fahren, sondern Mist. So ein Mist. Dieser Bahnhof ist zu lang. Aber gut, es kommt wahrscheinlich vor, dass man, dass ein Zug mal 90 km/h fahren muss. Es ist halt einfach so. Ich ärgere mich, aber gut. So, das ist auch ein Durchgangsgleis, ist klar. Ah ne, stopp mal, das. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Jetzt habe ich schon falsch gemacht. Das habe ich falsch gemacht, falsch angesetzt. Ich werde das mal alleine ein bisschen ausdüfteln, liebe Leute. Das wird wahrscheinlich ein Chaos. So, liebe Leute, ich habe es jetzt so gemacht wie vorher. Also die Farben stimmen jetzt und die Belegung stimmt jetzt auch. Und jetzt haben wir eben hier noch links und rechts jeweils ein Gleis frei für die Züge, die hier anhalten sollen. Aber was ist jetzt hier los? Eduard, was mit dir? Weiß nicht Bescheid, was los ist oder was? Kein Weg, ich bitte dich. Ist doch alles klar, Trottel. Gut, da rauscht der General durch, der Ölgeneral. Also das funktioniert aktuell noch. Wunderbar, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen kompliziert. Das hier ist die Eduard-Linie, die fährt ganz außen. An diesem Bahnhof wird unser neuer Zug, der eben Stahl bringt, hier über das Durchgangsgleis fahren, ist ja klar, der fährt ja durch. Dann muss er allerdings von diesem Durchgangsgleis, das blau-grüne, über das Eduard-Gleis rüber und hier anhalten. Ja, das muss kreuzen. Da sehe ich keine andere Möglichkeit. Das wird leider kreuzen. Vielleicht machen wir das hier schon. So. ...120 km/h überall. Wunderbar. Scheiße. Er muss ja auch zurück. Das heißt, er muss auch im Rückweg nochmal kreuzen. Über alles drüber. Das ist natürlich unschön. Und zwar muss er dann auf das grüne Gleis jetzt. Das, was jetzt hier das grüne Gleis ist. Das heißt, da sind wir hier falsch an sich. Da gucken wir, dass wir dieses Gleis hier nehmen und das darüber bringen. Da haben wir 2 Doppelkreuzungsweichen. Was? Die hier brauchen wir nicht als Doppelkreuzungsweiche, aber das hier. Das heißt, der kommt von hier, fährt über die Doppelkreuzungsweiche hier runter, kommt am Ende wieder hier zurück, fährt hier und dann einfach geradeaus weiter über die Doppelkreuzungsweiche hier drauf. Ja. Und dann setzen wir natürlich da ein ordentliches Signal hin hier. Jo, das sieht gut aus.
Hier setzen wir ein Signal hin für den Eduard. Dann. Ja, war's schon. Ich überlege nur, ob wir die Möglichkeit geben sollen, falls zwei von diesen neuen Stahlzügen da sind, dass die einander ausweichen können. Nicht, dass die den Zugverkehr für alle anderen stören. Das heißt aber, dass wir nochmal so ein Ausweichgleis machen müssten. Und wenn der Zug 240 Meter lang ist, dann ist das Gleis hier zu klein. Ja, weiß ich auch nicht. Können wir eben gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen könnten. So, und jetzt müssen wir noch einbiegen. Wird wahrscheinlich zu knapp. Doch, der kriegt das hin. Ja, weiß ich nicht. Da passt eigentlich kein ganzer Zug hin. Der ist 240 Meter. Müsste er sein. Passt vielleicht gerade so. Passt gerade so, dass er hier nicht reinragt. Also ich würde sagen, wir machen das so. Sieht nicht schön aus, aber es ist, glaube ich, wichtig. So, dass nämlich unser neuer Stahlzug nicht irgendwann hier... wo steht er? Hier steht. Und die hinter ihm auffällt. Das muss natürlich nicht sein. Ja. Ich hoffe, ich habe alles... Oh, habe ich die ganze Zeit falsche Signale gebaut? Ich Volltrottel. Ja, habe ich. Oh, ich bin ein Trottel. So, jetzt habe ich die Gleise wieder drauf... die Signale wieder geändert. Oh, das ist mir ein bisschen zu kompliziert hier langsam. So, wie schaut's aus jetzt? Genau wie vorher noch falsch, dass die grüne Linie ist wieder auf der falschen Spur. Jetzt passt's wieder. Okay, also das passt. Theoretisch passt das. Praktisch, müssen wir jetzt das auf der anderen Seite auch noch machen. Also wir haben hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da müssen wir uns erstmal andere Gedanken machen hier. Also wir fahren irgendwie unten durch den Tunnel hier. Durch diesen Tunnel kommt der Zug an. Der neue Bretterzug. Und es sind jetzt hier diese Signale im Weg, die waren mal eben weg. So, und jetzt fährt der hier im Tunnel rüber. Bleibst du mal unten? Na komm, wir ziehen das gleich wieder her. Wir kommen dann hier raus. Wohin denn hin, ey? Zum Mittelpunkt der Erde oder was? Da kommt er. Die Richtung stimmt. Ach, hier fällt sogar ein bisschen Licht ein. Na gut, okay, irgendwo, das war daneben. Hier kommt Nummer 2 raus. So, die müssen wir jetzt irgendwie auf die zwei Gleise bringen hier. Da haben wir vor langer Zeit, als ich hier, oh Gott, als ich hier angefangen hatte, alles viergleisig zu machen, haben wir überlegt, ob wir das hier weiter viergleisig machen oder ist es dann doch zu eng hier alles? Und ihr habt dann gemeint, ja, lass mal zweigleisig. Hier ist ja okay, weil man da mal ein bisschen warten muss und sowas. Wir sind ja kurz vor Bahnhof, wir sind kurz vor der Hauptstadt hier und da ist es halt so, dass man langsamer fährt und dass man ein bisschen rangieren muss und sowas. Aber wenn jetzt der da auch noch drauf soll, wird es halt doch ein bisschen eng irgendwann. Hier wird es dann viergleisig. Ich weiß nicht, warum ich hier ein drittes Gleis gemacht habe, wenn ich es gar nicht benutze. Wie ist das hier? Ja. Es werden dann vier Linien, die auf diesen Gleisen fahren. Schon viel auch, oder? Na gut, jedenfalls. Der Bretterzug kommt hier an. Fährt dann auf das rechte Gleis von mir aus. Ja, muss er ja, auf das rechte Gleis.
Und dann hier vom rechten, knapp, vom rechten Gleis auf das hier drauf. Das machen wir jetzt. Und ein Ausweichgleis wird es hier nicht geben. Das kann man sogar abschminken, dass es hier ein Ausweichgleis gibt. Wir wollen ja vor der Straße noch wieder auf das Gleis drauf. So. Uff. Jetzt müssen wir natürlich auf der Straße irgendwelche Gleise, Weichen bauen. Das geht, glaube ich, nicht. Das wird nicht gehen. Weil der muss ja jetzt von da oben zumindest wieder auf das dritte Gleis. Nee, das geht nicht. Gut, dann lass uns vielleicht hier nicht ganz so viel Zeit. Gleisrechnereien haben wir heute hier. Wir kriegen es auf fast auf 100 km/h immerhin. Sieht gut aus mit einer Doppelkreuzungsweiche. Bekommen wir das hin? Also hier kommt der Bretterzug an, nutzt dann diese Doppelkreuzungsweiche, fährt hier drauf, lädt sein Zeug ab, fährt wieder zurück, diesmal geradeaus und nutzt dann diese nicht, sondern fährt hier drauf. Okay, na gut, also jetzt müssen wir noch Signale hinsetzen. Diese die richtigen bitte. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich hoffe es sehr. Mal gucken, ob das dann zu einem großen Zugstau kommt. Wenn nicht, wenn ja, dann müssen wir uns das überlegen. Wenn nicht, dann nicht. Haben wir hier genügend? Oh, also genügend Signale und alles? Ich glaube schon. Okay, also dafür ist gesorgt. Jetzt schließen wir das hier noch an. Dass ich mal weiß, wie ich das vorhatte. Ach komm schon, jetzt hier. Macht aber nicht so einen Ärger. Was soll das? Ja, so ist okay. Ja, da ist einiges los, liebe Leute, auf dieser Strecke. Und es kommt der Zeitpunkt, wo ich. Oh. Nein, nicht schön. Es kommt der Zeitpunkt, wo ich die ganzen Dampfloks mal ersetzen werde. Und was steckt denn der da so tief im Boden? Du bist ein Heini? Hör mal, machen wir ein bisschen raus hier, okay? Wir fangen hier an. Was ist los hier? Ist unglaublich. Gucken wir erstmal, dass wir auf die gleiche Höhe kommen. So stimmt's, würde ich sagen. Sieht gut aus. Passt. Wunderbar. Oh, jetzt wird's hier blöd. Das passt hier nicht gut. Das passt überhaupt nicht gut. Ich werde hier mal alleine kurz ein bisschen fummeln, liebe Leute. So, liebe Leute, ich habe es geschafft hier. Das ist angebunden. Oh, halt, stopp mal, da fehlt noch was. Moment. Signale sind auch schon da. So, jetzt. Reststück. Gut, also der Zug kann jetzt fahren. Der Bretterzug, der fährt jetzt hier diese Elfriede-Strecke. Biegt dann im Tunnel hier irgendwo ab, fährt hier durch, kommt hier raus, fährt auf die zwei Gleise. Da werden die zwei Gleise zu vier Gleisen. Und dann fährt er hier drauf. Passt alles? Farben stimmen. Gut. Das war natürlich noch nicht alles. Jetzt müssen wir noch gucken.
Shit. Wie wir diesen Zug hier an diesem Bahnhof ranfahren lassen. Oh. Ist vielleicht ein bisschen knapp alles. Hier haben wir schon Kompromisse gemacht mit dem Zug, der hier unten Holz hinbringt und weiter abholt. Der parkt hier auf dem rechten Gleis. Ja, dann müssen wir das Gleis doppelt belegen. Ist halt scheiße irgendwie. Das heißt, der Zug kommt von hier auf der, auf dem rechten Gleis hier an. Da. Fährt dann hier runter und parkt ebenfalls auf diesem Gleis ein. Wir müssen halt gucken, dass wir das noch irgendwie wieder hingequetscht bekommen. Ich finde das auch nicht so schön. Alter. Interessant. Wäre jetzt die richtige Höhe zu treffen, aber wir gucken einfach mal, wie wir da runterkommen. Nein! Was? Ändere mal die Höhe, was soll das? Nein. So, liebe Leute. So sieht es jetzt aus. Ich bin nicht zu 100% zufrieden, aber es ist ein Kompromiss irgendwie. Es scheint zu funktionieren, aber es sieht halt einfach mäh aus. Wäre geil, das könnte ich mir sogar geil vorstellen, wenn hier so eine Kaimauer wäre irgendwie. Wer war das? Ich glaube, der Peti hat mir mal so eine Mod gepostet, mit der man solche Mauern machen kann. Da kann ich hier alles aufschütten, falls das ginge. Da könnten wir uns vielleicht sogar die Brücke sparen. Die wird nicht aufgeschüttet. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch aufschütten können, also auf diese Höhe hier. Wir würden uns die Brücke dann sparen. Also im Moment sieht es aus wie so eine Galerie irgendwie. Ich lasse jetzt mal, ich habe die Mod eh nicht. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Also ich würde die Brücke sozusagen wegmachen, hier ein ganz normales Land hinmachen, bis hier zum Rand sozusagen und hier am Rand dann so eine Mauer hinmachen. Dann sieht es aus wie ein Kai oder sowas. Ja. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, es klappt jetzt, dass der Zug hier, der Bretterzug, darüber fährt. Die andere Frage ist, ob der überhaupt genug Bretter bekommt, weil hier werden schon Bretter hergestellt und die werden gerade eigentlich von diesem Zug hier abgeholt, vom Karl. Das ist aber nicht gerade viel, was der da abholt. Hä? Was ist los mit dir? Gut, da müssen wir uns dann anders drum kümmern, dass da mehr ankommt, weil das ist, da ist ja noch Raum nach oben. Ganz gut. Ja, gut, also, boah, ich habe gesagt, ach, das lässt sich eigentlich relativ einfach machen. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, was wir vielleicht noch machen sollten. Wäre da hinten in Erwolf hier mal angucken, wie es hier aussieht. Also hier würde Stahl ankommen auf dem Flughafen. Da müsst ihr das da mit dem LKW da rüberbringen. Einen Güterbahnhof haben wir ja. Wir haben nur keine Güterplattform mehr, schätze ich. Nee, natürlich nicht. Wir müssten hier noch. Ja, das passt überhaupt nicht gut. Wir müssten hier noch einen daneben setzen, damit der Zug da drauf halten kann und seine eigene Plattform bekommt. Aber das würde auch bedeuten, dass hier, wenn er von hier kommt, dass er die Hälfte der Gleise überqueren muss, um da runterzukommen. Das ist natürlich auch scheiße. Oh, der. Wir können den natürlich auch mitten reinsetzen. Das ist natürlich eine Heidenarbeit. Also, wenn wir uns mal vorstellen, wir. Warte mal, hä? Hier geht's nach rechts und hier geht's nach links. Wir würden hier sozusagen eine Plattform hinmachen. Dann könnte da unser neuer Zug anhalten. Fährt also von hier aus da drauf und fährt dann hier wieder zurück. Da müsste er nicht mehr so viel queren. Also, eigentlich müsste er gar nichts queren. Aber das würde bedeuten, dass wir alles, was südlich davon liegt, nach unten versetzen müssen. Und auch die ganzen. Die ganzen Gleise, die hinführen, müssen wir versetzen. Und das ist alles. Ja, viel Arbeit. Die Alternative ist halt, dass der von hier kommt.
alles überquert, hier runter fährt, da drauf und dann hier wieder zurück. Ja. Ich beiße in den sauren Apfel und wir machen das, dass wir hier in die Mitte eine Plattform hinmachen. Sein Mist! Ich glaube, ich mache das. Das dauert jetzt wahrscheinlich nur eine extra Stunde. Ah, ist hart. Gut, liebe Leute, ich mache das mal eben. So, liebe Leute, 25 Minuten später ist der Bahnhof jetzt fertig. Das hat mich viel Schweiß gekostet. Oh, shit. Da fehlt noch ein Bahnhofsgebäude unten. Ich weiß nicht, ob das jetzt dringend notwendig wäre, aber es war vorher eins da und es gehört auch wieder eins hin. Ja, so eins da, so ein kleines war da. Was? Hör auf, mich anzunerven hier. Was soll das? So, irgendwer kann nicht. Oder will nicht. Du stehst doch super da, oder nicht? Komm. Du stehst super da. Der ist beladen mit. Ah, der sollte jetzt gerade eigentlich hier anhalten. Oh. Oh. Oh, fuck. Wir kommen im Jahr 2000. Neues Millennium. Schande. Okay, jetzt haben wir auch die schnellen Loks. Ich glaube, da können wir doch langsam mal von unseren Dampfloks weggehen. Gut, was ist mit dir? Nein, du sollst eigentlich nicht nach Honigblume fahren. Doch, soll er. Nee, soll er nicht. Er soll eigentlich erst Rohöl auftanken. Du bist ein Trottel. Wir lassen ihn kurz aus dem Bahnhof rausfahren. Und dann drehen wir ihn nochmal um. Der Bahnhof ist jetzt fertig. Also, ich denke, es hat ganz gut geklappt, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe es von Anfang an durchgerechnet. Und habe es dann einfach so gemacht. Und dann hat es funktioniert. Ah, jetzt funktioniert es auch. Genau, also kurz zur Erklärung, die Farben stimmen alle wieder, jeder hat sein eigenes Gleis. Und dieses neue Gleis mittendrin ist jetzt das, wo der nächste Stahl aufgeladen werden wird. Da kommt der neue Stahlzug hin. Der kommt von hier. Wir haben hier immer noch. Und was stimmt das hier? Ja. Wir haben hier auf der rechten Seite immer noch die beiden Gleise, die nach da fahren. Und hier haben wir die beiden Gleise, die nach unten fahren. Und genau, der kommt jetzt hier an. Fährt hier runter auf dieses Gleis und dann fährt er auf dieses Gleis weiter. Das hat er eine kurze Zeit für sich, bis eben dieser blaue Zug, das ist die Dörte, die leer zurückfährt, um Werkzeuge zu holen, bis die hier auch noch drauf fährt und dann passt das hier. Also es wird kein einziges Gleis geschnitten und ich bin ein bisschen stolz drauf. Oh, aber ich bin mit den Nerven noch völlig am Ende, liebe Leute. Also das reicht für heute. Die letzte Folge war sehr kurz. Für diese hier habe ich jetzt wieder sehr lang gebraucht, aber ist ja auch okay so. Und ich würde sagen, nächstes Mal gucken wir uns den Zug dann an. Beziehungsweise nächstes Mal gucken wir, dass wir das Ganze hinbekommen. Eigentlich müssen wir nur noch zwei Züge kaufen und eine Linie machen für Flugzeuge, damit der Stahl da überhaupt hinkommt. Stopp mal. Achso, das. Und wir müssen da unten noch gucken, dass der Stahl überhaupt erst vom Stahlwerk zum Flughafen kommt. Das. Aber da keine einzige Brücke, was ist das für ein Elend? Pff. Das müssen wir uns dann angucken. Das machen wir auch nächstes Mal, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hättet ihr euch diesen Aufwand gemacht? Also ihr könnt euch vorstellen, dass es schon viel Aufwand war mit diesem riesigen Bahnhof. Stellen wir uns mal hier hin. Immerhin kann ich jetzt sagen, dass ich hier ein recht ordentliches Gleisvorfeld hinbekommen habe. Mit vielen Weichen, vielen Gleisen. Ja. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida, tschüss.